begrüße alle wieder, die eingestellt haben, zu einem kleinen Modelleisenbahn-Video, aber nur zum kleinen. So, ich wollte nämlich noch sagen, eben warum ich die V200 geholt habe. So, und zwar, wie schon gesagt, die Eisenbahn hat mein Vater im Jahre 1984 eingemottet. Aufgrund, weil wir die so schön zerlegt haben, als Kleinkinder. Und ich erinnere mich, danach hat er erstmal nichts mehr mit der gemacht. Die blieb dann einfach unten im feuchten Keller stehen, die ganze Platte und alles drum dran. Wie gesagt, die Platte, da war zwar ein Gleis drauf. Wir hatten auch, die war der Layout gewesen, wir hatten... Aber die Platte war groß, wie groß war die gewesen? Ich habe keine Ahnung. Riesig. Riesig. 4 Meter? 4 Meter mal 4 Meter vielleicht? Also ich weiß nur, wir haben einen Kellerraum. Da stand das Ding dann mittig drin. Also war schon groß. Und da war dann der Gleisplan, da standen ein paar Häuser, darunter der Bonner Bahnhof. Und dann sind wir halt mit den Zügen gefahren. So, die Gestaltung der Platte, so weit kam da gar nicht. Wie gesagt, die Eisenbahn, wo ich klein war, hat mein Vater klein angefangen mit der Eisenbahn. Da gab es erstmal eine kleine Platte. Die stand erstmal auf dem Dachboden. Keine Ahnung, irgendwas, wie groß war die. Sagen wir mal so groß wie eine Tür irgendwie, so irgendwas mit 2 Meter mal irgendwas. Dann ist die mal auf dem Dachboden gefahren und dann ging es runter in den Keller. Also die Platte, die war mit so einem Fertigrasen übersät gewesen. Damals die eine und dann die große, da wollte er erstmal anfangen. Aber so weit kam er gar nicht. Deswegen die Sache dann farbmäßig so aus wie hier. Ja. So, aber wie gesagt, zurück zum Thema. Das ist ein Übergreifend vom letzten Mal, wo ich... halt ja gesagt habe, ich habe mir eigentlich, wollte ich ja mit Gleichstrom arbeiten und da habe ich mir schon was organisiert gehabt und da habe ich dann einen Gleisplan gesucht. Weil ich wollte erstmal einen Plan haben, was kann ich unter der Voraussetzung von dem Platz, den ich hier habe, alles anstellen. Damals, als mein Vater die große Anlage aufgebaut hat, die große Platte, hatten wir ein Gleisplanheft. So, und dieses Heft ist nicht erschrecken. Sieht grausam aus. Es lag auch 40 Jahre lang rum. Da habe ich wiedergefunden. Gleisanlagen 0700. Und da fehlen noch ein paar Seiten, habe ich gesehen. Zumindest der Anfang. Die Anfangsseiten fehlen. Das geht jetzt auf welche Seite? Geht es jetzt mal los auf Seite 7.2005. Okay. Wie gesagt, viele Eselsohren. Ach, was ist noch? Hat noch überlebt. So, und... ja, und das habe ich dann auch wieder gefunden gehabt, wo ich jetzt hier wieder mit M-Klassen soweit angefangen habe. Das war nämlich dann auch bei den Überresten der Modelleisenbahn dabei gewesen. Ich habe so ein paar Dinge angeguckt. Und dann hatte ich ja, das werdet ihr im nächsten Video sehen oder im übernächsten. Weil das habe ich ja vorher aufgenommen. Da habe ich nämlich ein bisschen... Warte mal, eben. Ich glaube, das ist zu weit. Da ist die Anlage 3, genau, die Anlage 3. Diese hier. Die habe ich dann so ein bisschen nachgebaut. Weil die ist auf... Wie viel Meter war das? Warte mal. Auf 2 mal 100, genau, auf 200 mal 100 Zentimeter. Diese hier. Und was auch noch interessant ist, das eigentliche Bild, was eigentlich hierzu, was hier den Endbahnhof zeigt, das ist hier weiter hinten bei Anlage 8 irgendwo. Warte mal eben jetzt. Na, ich bin nicht vorbereitet. Habe ich mir auch gedacht. Ja, genau, hier ist dann der Plan hier. Und, ach nee, das ist ja genau das Ding, was ich hier gerade hatte. Warte mal eben.
Das ist dann die Anlage 8. Und das Bild, was man hier vorne sieht, das will dann mit der eigentlichen Anlage, die wir hier haben, mit der hier, irgendwie nicht so harmonieren. Weil nämlich hier außenrum eine zweigleisige Strecke geht. Und auf dem Foto sieht man im Hintergrund, sieht man da nämlich eine. Und das ist, glaube ich, das Anschlussgleis von der Anlage 3. Ob denen das damals auch aufgefallen ist, keine Ahnung. Halt, und wie gesagt, und die habe ich dann nachgebaut, weil ich Platz hatte hier nur 1,60 oder 1,80 mal 1 Meter. Und da musste ich ein bisschen kürzen. So. Die war schon nicht schlecht, aber was mir hier aufgefallen ist, aber das erzähle ich dann in dem Video, was dann da kommen wird. Deswegen lasse ich das. Hier gibt es ein paar Nachteile an der Strecke. Wo ich dann gesagt habe, nee, das machst du dann doch anders. So, dann habe ich mich nämlich überlegt, was kann man machen? Was gibt es auf den kleinen Raum so als Thema? Und dann habe ich so im Internet gesehen, Endbahnhöfe. Kann man so machen. Endbahnhof einer Nebenstrecke zum Beispiel. Das sind dann auch auf Maße gemacht worden, wo ich sage, okay, kann man machen, weil bei mir war es so jetzt gewesen, ich will nicht so eine riesige Platte hinstellen, sondern hätte mir gedacht, hier so klein, so ein bisschen modulmäßig was zu machen, damit man auch so mehr drin ist, dran ist am Geschehen, dass man auch die Anlage, die Teile besser erreichen kann. Ich habe mir so gedacht, so ein bisschen mittendrin, so U-förmig vielleicht. Gucken wir mal, Thema habe ich mir auch schon überlegt, nebenbahnmäßig, Endbahnhof, dachte ich mir so ein bisschen eine fiktive Sache im Ruhrgebiet, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, so eine fiktive Zechensiedlung in der Nähe, deswegen parkt da hinten das Fördergerüst, habe mir da auch schon Sachen organisiert, diverse Gebäude und so weiter. Da schauen wir mal, aber ich bin noch hier mit dem Gleislayout, bin noch nicht so zufrieden. Das ist auch so ein Layout, was ich im Internet gefunden habe, was so auf 2 Meter mal 50 Zentimeter so geht. Auch so nebenbahnmäßig, hier so ein bisschen Rangierbetrieb. Da hinten gibt es noch hier, was sieht man nicht, das habe ich noch gar nicht gelegt. Hier hinten gibt es dann noch so ein, soll es da noch so ein kleines Gleis geben, da ist da hinten, soll das Empfangsgebäude hin vom Bahnhof, dementsprechend soll da so ein kleines Gütergleis abgehen und hier vorne, wie die Sachen hier stehen, das ist auch hier so ein kleines Anführungszeichen Anliegergleis, Anschlussgleis zu einem schönen Betrieb. So, wie gesagt, aber ich bin noch dabei, hier mir was zu machen. Ich bin hier mit dem, da ist mir irgendwie zu wenig Schiene. Noch was am Organisieren, noch was am Überlegen. Und ich überlege mir, ob ich als Thema, das ist bei mir auch hier um die Ecke, die Walsumbahn, besonders den Bereich Bahnhof Walsum hier so ein bisschen nachbauen soll. Weil mit dem Thema ich mich auch beschäftigt. Das ist zwar eigentlich eine eingleisige Hauptstrecke, weil die Walsumbahn war eigentlich dazu da gewesen, ursprünglich, also ich gehe jetzt mal den mal kurz eine kleine Zusammenfassung durch, ohne jetzt Daten zu nennen, so im Jahre 1900, ich glaube, wann war das, 1, 2, muss ich mal gucken, also auf jeden Fall sollte die dann die Strecke Oberhausen-Wesel entlasten und dann hat man die halt die Strecke dann von Oberhausen über Duisburg-Hamborn, über Walsum, über Mölln, über Spellen bis dann hin nach Wesel hier am Niederrhein hier langlaufen lassen. Einspurig geplant war sie dann so, dass man die dann auch später zweispurig hätte machen können. Aber es kam dann nachher anders.
Zweiter Weltkrieg ist dann die Brücke über den, was ist das, Weser-Dattel-Kanal gesprengt worden. Dementsprechend ging dann die Strecke nicht mehr durch bis nach Wesel. Die hörte dann in Spellen auf. Dann in den 60ern kam dann in Hünxe die BP-Raffinerie hin. Dann hat man ab Spellen dann da ein Anschlussgleis gelegt bis zur Raffinerie und die ist dann irgendwie wieder in den, ja, die ist wieder stillgelegt, ne? Also Personenbetrieb ist auf der Strecke bis zwischen Bespellen bis in den 60 Jahren gelaufen. Der Betrieb ist dann genau 1963, 60 so von Walsum bis nach Spellen eingestellt worden, da war nur noch Güterverkehr und der Bahnhof Walsum diente dann dem Personenverkehr von Oberhausen kommt als Endbahnhof. Also, obwohl die Gleise dann weiter durchging, für Güterverkehr ja, hielt dann dort der Personenverkehr an. Das war die letzte Station, der war dann Endbahnhof für Personenverkehr. Und der Personenverkehr ist im Jahre 83, ich glaube am 27. Mai, wenn ich mich nicht täusche, so um die Ecke eingestellt worden. Und dass dann nachher nur noch Güter drüber gelaufen sind, weil an der Strecke sind dann, zumindest im Bereich Walsum, das eben war dann noch das Bergwerk Walsum angeschlossen. Dann gab es dann noch ein extra Gleis für die Papierfabrik Heindl, später Norske Kog. Hat aber noch ein Angebot, dass man so die großen Sachen dann weiterhin, was so Duisburg, Hamborn, da hinten die Ecke sind, da zum Beispiel Grillo ist da angebunden. Und Richtung Mölln runter gab es dann die Stärk, das Kohlekraftwerk, das mittlerweile auch stillgelegt ist. Jo. Ja, bei dieser Strecke Bergwerk Walsum gibt es ja auch nicht mehr. Das ist, glaube ich, 2008, 2009 so stillgelegt worden. Da sind auch die ganzen Anlagen abgerissen. Ein Förderturm steht noch unter Denkmalschutz. Ansonsten hat die Stärk da auch ein Kohlekraftwerk laufen mit einem riesen Kühlturm. Das ist dann auch noch angeschlossen, das Gleis. Das Gleis zur Papierfabrik Heindl Norske Kog ist abgebaut. Kann man sehr schön auf Google Maps sehen. Aber da auf dem Bereich jetzt der Lokport hinkommt, ein Bereich des Lokports auf dem ehemaligen Gelände von Norske Kog. Da wird das Anschlussgleis dann wahrscheinlich wieder reaktiviert werden. Schauen wir mal. Und damals, wo Norske Kog abgerissen worden ist, da habe ich ja damals sogar noch diverse Videos gemacht. Ja, das ist so Stand, was ich so vorhabe mit der Thematik. Also so einen fiktiven, also ein bisschen Ruhrgebiet, eine fiktive Zechensiedlung und auch in Anführungszeichen eine fiktive Bahnstation, also Bahnhof Walsum, die Ecke sollte als Vorbild dienen. Und da würde ich dann mal gucken, was ich dann so auf den Platz hinkriege, weil die Gleispläne habe ich mir schon organisiert. Wie es damals ausgesehen hat, wie es heute aussieht, das kann man also sehr schön derzeitiger Stand über Google Maps sehen. Dann gibt es sogar noch hier fürs Ruhrgebiet, wie heißt die Seite, muss ich mal verlinken, kann man sich dann nämlich von auch von ganz aktuell bis historisch, bis von vor 100 Jahren ansehen, wie es in der Ecke hier ausgesehen hat. So kann man dann sehen, dass dann die Gleise im Bereich weil so ein Bahnhof ein bisschen ausgedünnt worden sind. Jo, das ist dann so die Thematik. Aber wie gesagt, ich werde dann noch gucken, was ich dann hier so an Gleislayout hinkriege. Und dann lassen wir uns überraschen, weil das Thema Modellbau bzw. Modellbahn ist ja auch bei mir wirklich einsteigermäßig.